Hallo und moin moin, herzlich willkommen am 31. Oktober 2016 zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ich habe lange mit dem Gedanken rumgelaufen, eine extra kleine Videobotschaft zu machen zum Reformationstag 2016. Die letzten Jahre habe ich noch keine deutschen Videos gemacht. Die nächsten Jahre weiß ich nicht, was noch passieren wird. Also nehme ich den 499. Jahrestag, an dem Luther also heute vor 499 Jahren seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat, als Anlass, um da mal eben drüber zu sprechen. Auch wenn die meisten Leute heute lieber Halloween feiern und Tote verehren und Geister feiern und Trick or Treat spielen und solchen ganzen Quatsch, als sich darauf zu besinnen, dass heute Reformationstag ist und was der Reformationstag für uns überhaupt bedeutet. 1517 hat Luther diese Thesen angeschlagen an die Kirchentür. Ob er sie jetzt angeschlagen hat an die Kirchentür, ob er damals nur die Briefe verteilt hat an seine Obersten, wie auch gesagt wird, und dass das nun eine Legende ist, das spielt im Grunde keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass Luther sich das Herz genommen hat, gegen die damals überall regierende Kirche anzugehen und im Geiste einiger seiner Vorväter, wie zum Beispiel John Huss und Wycliffe und Tyndale, der nur wenige Jahre später starb, im Gedanken und im gleichen Atemzug wie solche Leute gegen die römische Kirche vorzugehen und zu sagen, wo wirklich unser Gewissen liegt, nämlich bei Gott. Und da hat er dann ja später auch eine interessante Aussage zu gemacht. Nun, soweit es heutzutage nachvollziehbar ist, sind diese Thesen erst in Latein veröffentlicht worden und danach ins Deutsche übersetzt worden und dann ins ganze Land verteilt worden über die Druckerpresse, die seit knapp 60 Jahren, damals 60, 70 Jahre bereits Bestand hatte. Die wurde ja Mitte des 15. Jahrhunderts in Mainz erfunden durch Gutenberg. Und durch diese Erfindung konnte man die Schriften so schnell wie möglich verteilen. Aber worum geht es in dieser Botschaft, die ich hier heute sagen möchte eigentlich? Ich habe mich in der letzten Zeit sehr viel beschäftigt mit der ökumenischen Bewegung, weil ich ein Buch gelesen habe, das ich dann auch später auf YouTube veröffentlichen werde, Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien. Wohin gehen die Evangelikalen? Und das Buch habe ich gestern in Englisch abgeschlossen und in Deutsch habe ich noch zwei Kapitel zu lesen zum Schluss. Und ich finde es wichtig, heute am 31. Oktober 2016 diese Botschaft rauszubringen im Geiste von Martin Luther, dass ich auch meine Stimme an diesen wichtigen Tagen hören lasse. Dann kann man sagen von, ja, das ist ja Tradition. Naja, solche Botschaft könnte ich eigentlich jeden Tag bringen, weil die Botschaft des unverfälschten Wortes Gottes muss eigentlich jeden Tag rauskommen. Ja? Aber was ich wichtig finde, ist, dass wir noch uns mal eben beschäftigen damit, was damals in dem Reichstag passiert ist. Ja? Im Rahmen des Reichstags, und ich spreche jetzt hier von 1521, ja? Jedoch nicht vor diesem selbst, wurde am 17. und 18. April auch Martin Luther angehört. Und Luther war bereits als Heretiker verurteilt und mit dem Kirchenbann belegt worden. Vor der sich daraus ergebenden Reichsacht war jedoch aufgrund der 1519 von Karl V. beschworenen Wahlkapitulation eine Anhörung der Beschuldigten nötig. Luther weigerte sich unter Berufung auf die Bibel, der königlichen Aufforderung zu folgen und seine zuvor in seinen Büchern geäußerten Ansichten zu widerrufen. Das betraf hauptsächlich die 1520 erschienenen Bücher. 1520, hört gut zu, von der Freiheit des Christenmenschen an den christlichen Adel deutscher Nation, von des christlichen Standes Besserung und von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. An den christlichen Adel deutscher Nation, da habe ich zwei Videos von gemacht, das ganze Papier gelesen und erklärt, und das werde ich auch irgendwann demnächst auf meinem Kanal veröffentlichen, aber die Arbeiten habe ich schon vor fast einem halben Jahr abgeschlossen. Und von der babylonischen Gefangenschaft, da habe ich angefangen drin zu lesen, das werde ich wahrscheinlich früher oder später auch mal rausbringen. Es sind gerade eben diese frühen Werke von Martin Luther, die ich sehr bedeutungsvoll und wichtig finde. Nun, berühmt ist seine Antwort auf die Frage Karls des V. in seiner Verteidigungsrede, ob er widerrufen wolle. Und Martin Luther sagt hier, mehr oder weniger, ist das auch zeitgenössisch protokolliert worden. Zitat:
wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde. Denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen, etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. In der Literatur ist oft zu finden, dass er am Schluss dieser Erklärung gesagt haben soll: Hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Das ist jedoch weder von Zeitzeugen noch von Verhandlungsprotokollen verbürgt und auch in der Forschung nicht sicher zu belegen. Aber im Bericht des Zeitgenossen Konrad Peutinger, eines Augsburger Rats und Kaufherrn, der in Worms bei dieser Verhandlung anwesend war, steht: Gott, komm mir zu Hilf. Also, da finden wir eine Bestätigung davon, dass das gesagt wurde. Und natürlich schwanken sich viele, viele Gerüchte und Geschichten um die Sache mit Luther damals. Und wie wir ja alle wissen, heutzutage ist die Geschichtsaufzeichnung ja nicht mehr das, was sie mal früher war. Also man kann ja oftmals Geschichtsaufzeichnungen auch gar nicht mehr glauben. Ich will mal eben ein interessantes Beispiel nehmen. Es gibt diese berühmte Aussage von Martin Luther, die ich auch in Herrscher des Bösen damals veröffentlicht hatte, von wegen, dass wenn wir die Kinder nicht täglich in der Bibel unterrichten, dass die Schulen weit geöffnete Pforten der Hölle werden. Das soll angeblich zu finden sein in seiner Schrift vom christlichen Adel von 1520, aber ich habe das weder in dem deutschen noch in dem englischen Papier gefunden, das man heute online findet. Also ist die Frage von, kommt das darin vor? Ist das da rausgelassen? Findet man heute das nicht mehr, weil das verändert worden ist oder wie auch immer? Hier und da muss man einfach mal ein bisschen Vertrauen haben. Und ich sage es hier nochmal, ob Luther das jetzt damals gesagt hat oder nicht, spielt im Grunde keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass das tatsächlich wahr ist, was er da gesagt hat. Was hat er da genau gesagt? Ja, das werde ich euch dann nochmal eben vorlesen in Deutsch. So, ich zitiere das mal eben. Obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt leben, werden sie kraftlos und versinken in Elend, weil es ihnen am Evangelium mangelt, das wir ihnen beibringen sollten und worin wir sie unterweisen müssten. Ich kann niemandem raten, sein Kind dorthin zu senden, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist. Schulen werden zu weit offenen Toren der Hölle werden, wenn wir die heiligen Schriften nicht gewissenhaft in die Herzen der Jugend einprägen. Jede Institution, die sich nicht zunehmend mit dem Wort Gottes beschäftigt, wird mit der Zeit zwangsläufig korrupt werden. Und wie ich bereits sagte, ich konnte diesen Ausschnitt nicht finden, weder in den Schriften für den christlichen Adel, das Teil des Gesamtwerkes ist der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, noch sonst wo. Aber das heißt ja nicht, dass es das nicht gab. Das heißt ja nur, dass man das heute nicht mehr finden wird. Und wir wissen ja, wie eben oftmals in der Vergangenheit die Dinge gefälscht wurden und Schriften heute nicht mehr zu finden sind. Ein bestes Beispiel ist, nehmt eine römisch-katholische Enzyklopädie. Ich habe hier die von ausgedruckt zwischen 1907 und 1913 und da stehen Dinge, die findet man in der Version von 1967 und später und anderen nicht mehr drin zurück. Wie kommt das wohl? Aber lass uns zurückgehen zu dem Thema, weshalb ich dieses, eigentlich wollte ich das ein ganz kurzes Video machen, zum Gedenken des Reformationstages heute eigentlich machen wollte. Die Aussage von Luther, die ich da gerade eben vorgelesen habe, die da also abschließt mit entweder hier stehe ich und ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Ob er das jetzt gesagt hat oder ob er das jetzt nicht so gesagt hat, den Satz davor, dass man, wenn man nicht durch Zeugnisse der Schrift oder klare Vernunftgründe überzeugt werde, dass man dann gegen das Gewissen gehen müsste und dass das Gewissen im Grunde von Gott kommt, das ist das, was ich wichtig an der Aussage finde. Und ich möchte jetzt abschließen mit noch eine Kleinigkeit vorzulesen aus dem Buch, das ich halt im Augenblick lese, aus dem letzten Kapitel. Und da geht es um Glaubensstreitigkeiten und das ist ja im Grunde die ganze, worum es überhaupt geht, Glaubensstreitigkeiten. Darum geht es doch überhaupt beim Protestantismus. Es ist eine Glaubensstreitigkeit. Es ist die Frage, ob wir der Heiligen Schrift und Tradition glauben oder ob wir nur der Heiligen Schrift glauben.
Das ist die ganze Diskussion, nicht mehr und nicht weniger, weil die römisch-katholische Kirche basiert sich auf Heilige Schrift und Tradition, stellt aber ihre Tradition über die Heilige Schrift. Und ein bibelgläubiger Christ kann da nicht mit einverstanden gehen und muss immer die Heilige Schrift selbst als oberste Autorität stehen lassen. Das ist der Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten. Aber hier kommt ein kleines Zitat. Es ist schwer genug, den Teufel, die Welt und das Fleisch ohne privaten Streit im eigenen Lager zu bekämpfen. Doch noch schlimmer, als sich zu streiten, ist es, wenn falsche Lehren ohne Einspruch und unbehelligt geduldet werden. Nur durch Streit konnte die protestantische Reformation den Sieg davontragen. Wenn die Ansichten mancher Menschen richtig sind, dann hätten wir nie eine Reformation haben sollen. Um des Friedens willen hätten wir bis zum heutigen Tag die Jungfrau Maria verehren und uns vor Bildern und Reliquien verneigen sollen. Der Apostel Paulus war der aufrührerischste, der streitbarste Charakter in dem ganzen Buch der Apostelgeschichte und deswegen wurde er mit Ruten geschlagen, gesteinigt und als tot liegen gelassen, angekettet in den Kerker geworfen, vor den Obrigkeiten gezerrt und er entkam nur knapp einem Mordanschlag. So entschieden waren seine Überzeugungen, dass die ungläubigen Juden in Thessalonik sich beschwerten. Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch hierher gekommen. Gott erbarme sich jener Pastoren, deren Hauptziel das Wachstum ihrer Organisation ist und deren Hauptsorge darin besteht, dass ihr Boot nicht schwankt. Sie mögen der Auseinandersetzung entkommen, aber dem Richterstuhl Christi werden sie nicht entkommen. Und das endet das Zitat und finde ich sehr, sehr wichtig, weil es geht nicht schließlich nicht darum, wie wir in der Welt wahrgenommen werden, sondern es geht darum, wie wir vor Gott wahrgenommen werden. Und ich möchte zum Abschluss dieses kleinen Reformationsvideos noch einmal die wichtigen Worte Martin Luthers hier wiederholen, dass wir uns bitteschön daran erinnern, dass es beinahe 500 Jahre her ist, dass durch die Aktion. Und jetzt kann man immer sagen von, ja, aber Luther war auch schlecht, weil der dies geschrieben gegen die Juden und was weiß ich nicht alles. Ich habe hier nur frühe Schriften zitiert, keine späteren Schriften. Und wir wissen niemals, was von seinen Werken nicht alles verfälscht wurde. Ja? Da sollte man sich auch mal bewusst drüber sein. Und ich bin hier auch kein großer Luther-Fan oder was. Aber was ich tue mit diesem Video, was ich probiere deutlich zu machen, ist, wie es in der Bibel geschrieben steht, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und wenn ich sehe, welche Taten Luther damals tat, nämlich das Anschlagen der 95 Thesen an die Kirchentür, seine frühen Schriften, die ich gerade alle mal eben zitiert hatte, ja, also die verschiedenen Schriften, die er da hatte, von der Freiheit eines Christenmenschen an den christlichen Adel deutscher Nation, von des christlichen Standes Besserung und von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, diese frühen Schriften und wofür er stand und seine Übersetzung der Bibel, die er nachher ja auf der Wartburg gemacht hat unter dem Pseudonym Junker Jörg, wie er da sich verborgen hatte oder verborgen wurde vor den Häschern des Kaisers und des Papstes, des Antichristen. Die Dinge, die er gemacht hat, da stehe ich voll hinter. Und das ist mir wurscht, ob das jetzt Luther war oder jemand anders war. Ich stehe hinter diesen Werken, denn an ihren Werken, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, wie sie sagen. Und ich selber kann auch nur sagen, wir sollten alle uns von solchen Leuten eine Scheibe abschneiden und auch von solchen Leuten wie Schedrach, Meschach und Abednego, die damals in Daniel in dem Kapitel in den Ofen gingen, weil sie an Gott vertrauten und gesagt hatten, und selbst wenn Gott uns hier nicht rausholt, werden wir uns nicht niederbeugen zu deinen Götzen, König Nebukadnezar. Das werden wir nicht tun. Wir sollten uns an diesen puren Glauben erinnern und in diesem puren Glauben alles tun. Und wir sollten uns davon sicher sein, dass wenn wir nicht durch Stellen in der Heiligen Schrift überwiesen werden können, dass wir falsch liegen, dass wir richtig liegen. Es geht nur um die Bibel. Und von daher kann ich nur sagen, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Ich, Jörg, werde so bleiben und werde so lehren bleiben. Und ich mache da keinen Personenkult von, noch von Luther, noch von irgendjemand anderen. Aber die Taten
die bestimmte Menschen in der Vergangenheit getan haben und die dafür gesorgt haben, dass wir heute in dieser Freiheit leben, in der wir leben, das sind die Aktionen, die mich dazu bewegen, diese Dinge so zu machen. Und ich hoffe, dass dieses Video Verbreitung findet und vor allen Dingen, dass man sich daran erinnert, dass heute mehr ist als nur dieser importierte, amerikanische, katholische, satanische Feiertag des Halloween, sondern dass es heute am 31. Oktober darum geht, dass damals Luther etwas eingeleitet hat, was ganz Europa frei machte. Frei machte von dem Joch von Rom. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.